Ich glaube, dass ich bei Deist noch nie so oft ein Road to gewünscht wurde, als zu dem Fantasy-Piratenspiel aus Deutschland, Freebooters Fate. Und da ich ja auch einen Grund brauche, meine Freebooters Fate-Platte zu finalisieren, starten wir jetzt doch mal eine Road to Freebooters Fate. Freebooters Fate, so, das war's jetzt auch, so oft sage ich das jetzt nicht mehr, ist ein sogenanntes Skirmish-Spiel, also ein Game, bei der man wenige Figuren auf dem Spielfeld hat, anstatt ganze Armeen. Dadurch ergibt sich der Fokus stärker auf die Charaktere und deren Fähigkeiten, wodurch sich ein leicht stärkerer Rollenspielfaktor hervortun kann. Abhängig natürlich vom Spielsystem. Neben dem Piraten-Setting ist das Kampfsystem von Freebooters Fate eine Besonderheit. Dieses hat nämlich keine Würfel, sondern basiert auf einem Poker-ähnlichen Kartensystem. Wer mehr über das Spiel erfahren möchte, kann sich ja mal mein Review zu dem Game anschauen, welches ihr auf meinem YouTube-Kanal findet. Aber für alle neuen Zuschauer erstmal die Frage, was ist denn überhaupt eine Road to? In einer Road to starten innerhalb von einer 10-folgigen Staffel Deist vier Leute ein Tabletop, welches sie vorher noch nicht gespielt haben. Dabei haben die Teilnehmer unterschiedliche Vorkenntnisse, was das Miniaturen-Hobby angeht. Wir verfolgen sie in 4 bis 5 Folgen dabei, wie sie sich auf ihr erstes Spiel vorbereiten und dieses am Ende der Staffel dann auch zocken. Leider kann ich an dieser Road to nicht persönlich teilnehmen, auch wenn ich total Lust gehabt hätte. Aber da ich Freebooters Fate schon aktiv spiele, wir aber sehen wollen, wie sich Neueinsteiger mit dem Spiel und dem Material zurechtfinden, tja, darf ich nicht teilnehmen. So sind halt die Regeln. Aber dafür habe ich 4 großartige Dudes, die sich auf dem Weg in die fiktive Karibik machen. Ich bin Alex, ich bin 38, ich mache prinzipiell gar nichts, ich bin im zweiten Sabbatjahr, habe viel Freizeit, bin gelernter Schauspieler, mache das ein bisschen. Ich bin Jan und was mache ich so? Ich bin Handwerker vom Beruf und ansonsten in meiner Freizeit fröne ich dem Tabletop-Hobby, auch Pen and Paper mache ich ein bisschen. Ich heiße Alec, ich bin Grafikdesigner, bzw. Grafik- und Motion-Designer und nebenbei seit ja, mittlerweile, ich glaube, fast 15 Jahren im Hobby, davon auch ganz lange Zeit als Auftragsmaler. Ja, ich bin der Olli, Lehrer, einige kennen mich vielleicht schon aus der Road to Warhammer und ja, das mache ich halt immer noch. Ich habe mal vor bestimmt 20 Jahren Games Workshop Figuren gekauft und angemalt, pfundweise. Hab das aber in all den Jahren, wo ich das gesammelt habe, nur einmal gespielt. Ja, Tabletop spiele ich seit der 5. Klasse, würde ich sagen. Da habe ich angefangen mit Warhammer Fantasy, wie fast alle, schätze ich mal, so als Einstiegsdroge. Damals mit einem Kumpel, der hat sich mit seinem Bruder zusammen diese alte Starterbox geholt mit den Bretonen und Echsenmenschen. Und ich fand das klasse, kleine Figuren. Ich habe auch immer diese Mini-Soldaten, die es beim Aldi für 10 Mark in 100er Packen gehabt und deswegen so kleine fitzelige Figuren fand ich immer toll und damit hat das dann im Grunde angefangen. Vorkenntnisse sind bei mir mittlerweile alle nicht mehr wirklich aktuell. Ich habe von 2005 bis ungefähr 2011 ziemlich aktiv Warhammer 40.000 gespielt, habe aber eigentlich kein anderes Tabletop-Spiel richtig gelernt, habe so hier und da mal ein bisschen was ausprobiert. Spiele die letzten Jahre ganz gerne Miniaturenbrettspiele, also das Conan-Brettspiel von Monolith spiele ich sehr gerne. Ich nerve meine ganzen Freunde damit, dass sie mitspielen sollen. Aber abgesehen davon habe ich tatsächlich immer mal Bock gehabt, das anzufangen, aber keine Regeln richtig gelernt. Also meine Tabletop-Erfahrung geht sehr weit zurück. Ich habe halt irgendwann mit 13, 14 angefangen, wie denke ich mal viele, mit Warhammer 40k. Und das hat sich so durchgezogen, bis man irgendwie gefühlt so eigentlich jedes System mal zumindest angespielt hat. Daher würde ich schon sagen, dass ich mich relativ gut im Tabletop-Bereich auskenne, was Spielen angeht. Wenn ich so an letzten Sachen zurückdenke, ist Malen eher nicht so mein Bereich im Hobby. Ja, ich habe mich für Kult entschieden. Warum? Ich habe mich nicht für die Amazon entschieden, weil das aussah, als müsste man da gut malen können und als wäre das viel anzumalen. Und die anderen, weiß nicht, die anderen sahen auch ein bisschen langweiliger aus als Kult. Die haben mir ganz gut gefallen, die fand ich ganz schön. Und das, weiß ich nicht, war so eine Bauchentscheidung, einmal drauf geguckt und gesagt, hier, die sind's. Ich möchte gerne die Piraten spielen bei Freebooters Fate, weil ich volle Pulle auf Piraten abfahre. Ich finde Piratenfilme klasse, ich finde Piratenbücher geil, Piratengeschichten, Piratenlieder. Ich habe sogar ein Piraten-Tattoo und ich spiele bei einer Pen-and-Paper-Gruppe von DSA sogar einen Piraten. Also da lag die Entscheidung eigentlich ganz nah. Also als Fraktion habe ich jetzt die Armada, weil ich ganz spontan dazugekommen bin und eigentlich gar keine Wahlmöglichkeit hatte. Bin aber jetzt tatsächlich ganz gehypt darauf, weil die Figuren waren live doch jetzt schöner, als ich sie von Fotos kannte.
und bin jetzt auch sehr gespannt, die zu bemalen, auch weil das einfach was anderes ist von dem, was ich sonst mache, weil ich sonst eher zu einer, ich sag mal, böseren Fraktion neige, habe mir sonst zu Hause eben Bruderschaft geholt. Und ich glaube, das wird ganz spannend. Ich habe mir auch einfach Ziele gesetzt, die möglichst schnell und effektiv zu bemalen und zu schauen, was ich in einfach in kurzer Zeit rausholen kann. Ich glaube, meine Fraktion heißt die Bruderschaft. Auf jeden Fall diese Banditen oder Meuchelmörder, was das da sein soll. Warum habe ich mich dafür entschieden? Zwei Gründe. Erster Grund, relativ trivial. Wie gesagt, ich kann nicht gut malen. Ich dachte, alle haben Masken auf. Das malt sich recht einfach. Zweiter Grund, mir gefällt der Gedanke dieses Verschlagenen aus dem verborgenen Zuschlagen von hinten ab meucheln. Ob das die Figuren wirklich können, keine Ahnung. Aber zumindest stelle ich mir das so vor, dass die Leute, wenn man mit dem Messer zur Schießerei kommt, eher aus dem Verborgenen kommen. Klein. Also ich finde sie klein, die Miniaturen. Die sind natürlich mit der Wuchtigkeit von den 40k-Biestern nicht zu vergleichen. Sehr, ja, filigran auch. Also ich glaube, da werde ich mit meinen dicken Fingern schon Probleme kriegen, das zu kleben und das dann auch noch anzumalen. Die sind echt winzig. Ich hätte nicht gedacht, dass es Zinn ist. Ich dachte, es ist Plastik. Bin ich überrascht, muss ich sagen. Wusste nicht, dass es überhaupt noch, weil ich dachte, das wird vielleicht gar nicht mehr gemacht, so Zinn, nur noch bei größeren Miniaturen. Ja, ansonsten muss man mal gucken. So richtig sehen kann ich sie ja dann erst, wenn ich sie zusammengeklebt habe. Und wenn man sie grundiert hat, dass man dann einmal sieht, so, wo sind überall die Falten und die Furchen und so. Mein erster Eindruck von den Figuren, den Büchern und den Karten ist erstmal qualitativ recht hochwertig, muss man sagen. Sauber gegossene Figuren, die sehen sehr schön aus. Zumindest vom Handwerklichen, von der Ästhetik jetzt nicht unbedingt. Das ist nicht ganz so mein Stil. So dieser Fettsack, Lieutenant Crud, der sieht einfach nur pottenhässlich aus als Miniatur. So ähnlich wie der Gnagor von den Tiermenschen, sag ich mal. Nicht ganz so hässlich, aber vom Handwerklichen her, wie gesagt, sind sie gut. Kann man nicht anders sagen. Und das Buch ist auf jeden Fall schön illustriert. Die Regelsektion ist, wenn ich jetzt mal eben überflogen habe, auch recht kurz und man kann das schnell, es ist einprägsam, man kommt schnell rein, denke ich. Ja, mein erster Eindruck von Figuren ist sehr positiv. Wie gesagt, die sind sehr schön modelliert, auch überwiegend sehr gut gegossen. Freebooter-typisch, teilweise sehr große Angussstellen, aber nichts, was man nicht gut wegbekommt, kaum Gusskrater. Das Regelbuch riecht so schön neu, es scheint auch sehr gut gelayoutet zu sein, macht einen sehr, sehr guten Eindruck und freue mich sehr darauf zu lesen. Und die Karten sind eigentlich auch ziemlich übersichtlich. In der Box war jetzt ein Set deutscher und ein Set englischer Karten dabei. Kenne ich auch von alten Freebooters-Boxen auch schon so und finde ich auch immer ganz klasse. Ja, also das Material, was ich mir schon angeguckt habe, hat mich sehr positiv überrascht. Die Figuren sind sehr schön, sehr detailliert. Allerdings finde ich sie ein bisschen filigraner, als was man so bei Warhammer gewöhnt ist. Daher muss ich mal gucken, wie das mit dem Zusammenbasteln und dem Malen so wird. Aber ich bin positiver Dinge. Ja, Sachen ausschneiden finde ich mit Scheren finde ich nicht so schlimm. Außer natürlich, es sind 100 kleine Vierecke auf einer DIN A4-Seite. Dann ist das Strafarbeit ohne Schneidemaschine, finde ich. Da werde ich sehen, wie ich das löse. Vielleicht gebe ich es einfach meiner Frau. Mal gucken, wer das nachher ausschneidet. Mal sehen. Ja, Grundregelwerk habe ich schon mal durchgeblättert. Sieht erstmal machbar aus. Also man hat anscheinend immer so ein paar Regeln, die dann noch Variationen finden. Sehr übersichtlich aufgebaut, mit vielen Beispielen. Finde ich gut. Verstehe ich dann immerhin auch mal. Und ja, die Karten habe ich schon durchgeblättert. Wie gesagt, ist für mich das größte, ja, Wagnis oder ja, das Größte, was mich interessiert daran, wie sich das einfach anfühlt, wenn ich nicht einen Würfel habe, der streut, sondern ich eine Wahrscheinlichkeit habe und Karten zählen kann, theoretisch. Keine Ahnung. Also ich erwarte eigentlich erstmal nichts. So, mal sehen. Ich habe halt wirklich ewig Tabletop nicht angefasst und fand das auch damals nicht so spannend. Ich werde mal sehen, wie das jetzt ist. Ich sag mal, das hängt wahrscheinlich zum großen Teil auch so von der Gruppe ab, mit der man das macht. Das ist ja doch ein soziales Ereignis eher. Dass man, also ne, man sitzt zusammen und man hat Spaß und spielt nebenbei noch ein Spiel. So, also da bin ich dann einfach gespannt, wie die Gruppe das nachher dann macht und wie wir uns dann verstehen und ob wir überhaupt, sag ich mal, so richtig dazu kommen, das vernünftig in Anführungszeichen zu spielen oder ob wir zusammen hocken und uns gegenseitig mit Figuren bewerfen. Mal sehen. Ich erhoffe mir eine ganze Menge Rum zu trinken von dieser Serie, weil nichts könnte piratiger sein als Rum trinken und ja, hoffentlich viel Spaß zu haben.
kurzweilige Spiele finde ich immer gut, bei denen man nicht so viel auf Regeldrescherei eingehen muss, sondern einfach sagt, ach komm, wir machen das jetzt, weil das ist auch vielleicht cool, weil es in einem Film cool wäre und so spielen wir das jetzt einfach. Genau, ich hoffe darauf, dass ich dann auch tatsächlich mal die Regeln lerne, dass ich dann auch die Motivation habe, dann vielleicht meine eigene Truppe auch wirklich anzufragen und auch durchzuziehen, dass ich generell mal wieder Tabletop-Spiele spiele und nicht nur Brettspiele. Und was mir auch zwischendurch eingefallen ist, da ich dann ja zwei Fraktionen zu Hause habe, kann ich ja vielleicht meine Freundin dazu nötigen. Meine Erwartung und Hoffnung ist, dass ich einen Skirmisher kennenlerne, der trotz der wenigen Figuren sehr viel Action aufs Spielfeld bringt, sehr viele verschiedene Möglichkeiten bietet. Meine Leute eher mit Messern unterwegs, andere eher mit Schusswaffen. Das muss ja irgendwie regeltechnisch ausgeglichen werden. Und vor allem durch die Karten ein ganz anderes Spielgefühl hat als ein Würfel, wo man mal nicht schreien kann, bitte eine 1, bitte eine 6 und sich dann ärgert, wenn es keine 1 oder keine 6 wird. Weil man halt Karten ziehen muss. Und ich habe auch schon Trefferzonensystem mir angeguckt. Man kann weniger auf den Würfel danach schieben. Man ist mehr in der Eigenverantwortung. Alles klar, dann sind wir doch mal gespannt, wie sich unsere vier Kapitäne anstellen werden. In der nächsten Folge von Road to Freebooters Fate werden wir uns mal ihre ersten Zwischenschritte in Bemalung und Regelkenntnissen anschauen. Ich hoffe, ihr seid genauso motiviert wie unsere vier Jungs und schaut das nächste Mal auch wieder rein. Ich würde sagen, ahoi leicht Matrosen und immer eine Handvoll Wasser unterm Kiel. Oder so ähnlich. Du möchtest die Tabletop-Show Dice supporten und gleichzeitig dein Auftreten am Spieltisch pimpen? Mit dem Dice-Merchandise kein Problem. Du steigst beim Kauf von Shirts und Spielutensilien nicht nur in den Style-Olymp auf, du unterstützt damit auch Dice und hilfst dabei mit, Tabletop great again zu machen. Also zeig deinen Mitspielern, wo der Dice hängt und lege das Schwarz an. Jetzt bei Fantasy-Welt.